Grüß Gott, meine lieben Leute, zu einem weiteren Video. Ich werde heute das Rosso 3 Video, das Testvideo oder meine Meinung, / Fazit Video fortsetzen. Ich bin jetzt unterwegs nach Birkfeld, beziehungsweise vorher Miesenbach bei Birkfeld. Und dann werde ich über den Strasseck ein bisschen fahren. Und ich habe euch vor, noch ja, so Kleinigkeiten zu dem Reifen noch irgendwie zu zeigen oder zu erzählen. Weil die Reifen sind jetzt nämlich in der Mitte fertig eingefahren, will ich jetzt mal sagen. Und an den Flanken aber nur zur Hälfte, wenn überhaupt. Und aus dem Grund bin ich jetzt wieder unterwegs in die kurvigen Gegenden. Ich hoffe, dass nicht allzu viel Verkehr heute los ist. Wir haben heute Freitag, den 19. Mai. Und ja, freitags ist halt immer so die Frage, ne? Das ist halt schon Wochenendbeginn. Ich bin auch gespannt, ob irgendwo Polizei steht. Ich hoffe es nicht. Gesehen habe ich schon ein paar. Also zumindest ein paar Autos. Also es dürfte heute einiges los sein auf den Straßen. Und ja, ich denke, jetzt wird es Zeit, den neuen Rosso 3-Satz-Reifen fertig einzufahren. Wir haben momentan eine Lufttemperatur von ca. 25 bis 27 Grad, habe ich stellenweise gehabt. Also trotz Fahrtwind, also so während dem Fahren bei ca. 100. Also im Stand hat es dann wahrscheinlich leicht mal knappe 30 Grad stellenweise. Es ist wirklich heftig für Mai. Wobei, müssen wir eh froh sein, weil das Wetter war jetzt eh zu lang, zu instabil. Ich sage, viel härter wie das dürfte es im Sommer auch nicht sein. Also wenn es wirklich dann so über 30 Grad hat, dann macht Motorradfahren halt wirklich nicht mehr so viel Spaß, leider. Aber das ist eben so. Und einfach öfter stehen bleiben, genug Wasser trinken. Und dann passt es auf jeden Fall auch im Sommer. Ja, endlich ein paar Kurven und recht angenehm kühle Luft. Schöne Gegend da, echt super. Heute ist echt so ein schönes Wetter, so richtig klarer Himmel. Das haben wir schon lange Zeit nicht mehr gehabt. Weil auch in den letzten Tagen, wo es schön warm und schön war, war es trotzdem ziemlich bewölkt eigentlich. Und heute ist es wirklich super. Der Schengenko und der Weiße, der ist schon auf dem Knie bergab entgegengekommen. Da würde Hund. Ich glaube, das war der damals in meinem 96-Jug-Video, wo der in der Kurve der Autos überholt, also mich und der Auto überholt hat. Ich glaube, das war der. Da ist so angenehm, da hat es ungefähr 20 Grad. Super Luft, da ist wirklich klasse jetzt. Also in der Jahreszeit sicher extrem angenehm. Miesenbach-Strecke.
die Reifen. So Kanten drauf, die lösen sich schon langsam ab. Das war jetzt nur einmal die Hausstrecke, einmal runter. Das ist noch recht gemütlich, aber ja, schaut schon ganz gut aus. Und in der Mitte ist dann noch das Diablo-Zeichen. Das wird auch noch verschwinden heute wahrscheinlich. So, also ich hoffe, ich habe mich vorher verstehen können. Ich habe den Helm nämlich nicht oben gehabt, um euch den Reifen näher zu zeigen. Und ich hoffe, auf der GoPro kann man das halbwegs gut sehen. Schöne R1. Und ich hoffe, man konnte sehen, wo ich jetzt aktuell war. Also ich habe leider die Aufnahme nicht mehr, die ich gemacht habe, wo der Reifen noch ganz neu war. Ich kann euch vielleicht nur ein Foto einblenden hier, wo er wirklich nur einige Kilometer nach Graz war, also nach dem Montieren, wo die Flanken noch komplett jungfräulich waren. Aber man hat auch jetzt schon gesehen, dass jetzt mit einmal die Strecke runter sich diese Kanten zu den Flanken hin schon weglösen. Also so, wo der Reifen einfach wahrscheinlich zusammengeklebt oder so. Schaue ich mir nochmal die Strecke der Seite an. Oh, hier ist ein bisschen schmutzig. Aber er ist richtig heiß geworden. Er hat auch schon angefangen, sich abzuwutzen leicht. Ab jetzt hätte er wahrscheinlich Betriebstemperatur, soweit ich das beurteilen kann. Ja, die Radfahrt, auf der muss man aufpassen. Der Reifen fällt so genial in die Schräglage und will dort wirklich bleiben. Aber man braucht auch nicht jetzt extra viel Arbeit, um ihn wieder aufzurichten. Das geht wirklich extrem hervorragend einfach. Und auch bei meinem alten Satz, der schon abgefahren war, war das nicht schwieriger. Er hat natürlich etwas seine Handlichkeit verloren, aber die Präzision, dass er eben in Schräglage bleiben will und genau sich dorthin lenkt und hinfährt, wo man ihn eben hingelenkt hat oder hingedrückt hat, das ist echt super. Ich meine, das werden viele der aktuellen Straßensportreifen auch so machen. Also aus dem Grund habe ich auch in dem vorigen Video gesagt, es ist wahrscheinlich egal, welchen Reifen das man nimmt. Man wird mit aktuellen Straßensportreifen einfach nichts falsch machen und die werden sich wahrscheinlich auf einem so ähnlichen Niveau fahren, dass es wahrscheinlich schon ziemlich egal ist. Und vielleicht so kleine Eigenheiten mit Nässe, vielleicht mit Einlenkungsvermögen oder so. Aber das weiß ich, inwiefern man das als Laie überhaupt dann noch merkt, gell? Auch eine Super Duke und ein Multistrada. Hier durch die Ortschaft fahre ich immer recht langsam, weil hier ist schon bekannt, dass die Anrainer hier die Motorradfahrer hassen oder so. Von dem her, man muss ja nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen, ne? Von dem her.
fühlt sich heute wirklich super an, der Reifen. Der klebt und ist stabil, das ist echt hervorragend. Wenn er warm ist, spürt man das auch irgendwie. Also er wirkt dann so stabil. Man hat dann ein richtig vertrauenswürdig erweckendes Vorderrad irgendwie, das man vorher nicht so hatte, also nicht in diesem Ausmaß. Scheinbar greift der Asphalt eh nicht schlecht, aber ich vertraue dem voll nicht. Ich weiß nicht, ich kann nichts ändern. Das fühlt sich echt komisch an, der Asphalt. Auch durch die helle Farbe irgendwie. Zweitakt-Gang. Wunderschön da. So, der Straßeck. Das ist eine geniale Aussicht. Wo es so klar ist, aber runter zu ist halt nicht so klar. Also da sieht man nicht so weit. Einige Bedingungsausbesserungen, aber es geht. Man kann da ziemlich leicht umfahren. Also größtenteils, glaube ich. Der richtige Reiseausstattung mit Körper auf seinem Bike. Fahren wir die Strecke nochmal rauf und schauen wir uns mal den Reifen an. Immer noch 22,5 Grad Lufttemperatur circa. Wie dumm, man. Da ist immer ein bisschen eine blöde Stelle. Da haben wir das riesige Ansammlung an Bedingungsstreifen, genau in einer Linkskurve. Und sowas wie Schlaglöcher, wenn das auch so, ganz komisch. So, ein Schlagloch. Ist noch eins. Alter, das Bike ist jetzt laut geworden. Bist du deppert. Knalldeck 1 und Knalldeck 2 gehen in der Kurve.
Spur, das geht rein. So, Leute, dann schauen wir uns mal den Reifen an. Ne? Also, wie ihr hoffentlich sehen könnt, das Diablo-Logo in der Mitte, das ist so gut wie komplett weg. Die Oberfläche ist sehr klebrig und auch sehr, sehr rau. Ich weiß zwar nicht genau, wo ich war, aber schon ziemlich relativ weit unten. Ja, der hat, also er ist schon ziemlich heiß, mittig sogar sehr heiß. Außen schon auch, aber diese Kanten, die von Werk aus, die sind schon fast ganz weg. Und der Blitz ist auch schon ein bisschen angefahren. Ihr könnt es vielleicht besser im Schatten sehen. Ist richtig, richtig rau. Rechts sogar fast noch mehr. Ist richtig, richtig heiß. Hier bin ich auch eigentlich fast bis auf die Kante gekommen. Das ist, glaube ich, ein neuer Rekord von mir. Ich glaube, ich habe den alten Satz noch nicht so weit unten gehabt wie diesen jetzt. Da sieht man das auch relativ gut. Schaut schon super aus. So, jetzt war der Reifen wieder kalt. Wenn ich sicher eine Viertelstunde oder länger bei der Tankstelle gestanden bin, und ich mal was trinken. Es ist nämlich leider so, dass wenn ich viel Kurven fahre, wird es mir sogar selber etwas übel. Ich habe ein bisschen einen schlechten Magen oder empfindlichen Magen. Aber es kann auch schon mal vorkommen, dass es mich selber trifft. Und auf dem Motorrad, wenn ich selber fahre. Aber erst wirklich, wenn ich ganz viele Kurven zack, zack, zack hin und her, das schlägt mir dann ziemlich auf den Magen. Und dann spielt mein Kreislauf auch immer ein bisschen verrückt. Und jetzt bin ich mal eine Zeit lang wirklich stehen geblieben. Weil mir war es dann schon ein bisschen schwindelig und so. Das ist, ist ein bisschen blöd. Ich hoffe, das legt sich heuer noch. Ich bin ja auch noch nicht so viel gefahren heuer. Jetzt fahre ich gerade von der hinteren Seite auf die Teichalm rauf. War nämlich heuer noch nicht ganz oben. Aber auch kalt ist mit dem Reifen echt super. Man hat ein gutes Vertrauen. Und von dem her kann man sich wirklich nicht beschweren. Hey Kuh, verpiss dich! So, meine lieben Leute. Wie kann man ein Video schöner beenden als auf der Teichalm? Das ist echt wahnsinnig schönes Wetter, das ist wirklich hervorragend. Circa 20 Grad hier draußen, wirklich herrlich. Die Reifen sind jetzt wieder kalt und werde ich noch dann runterfahren, wieder Richtung Miesenbach und über den Straßeck drüber. Werde noch ein paar Pure Riding Videos drehen und werde dieses Video hiermit beenden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte einen Like und einen Kommentar, falls ihr noch Fragen habt. Und dann hätte ich gesagt, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr einen schönen Tag. Ciao.